Wir sind die Neuen. Ich meine die Kerle, die in die Fußstapfen der Alten treten. Wecker klingeln, aufstehen, essen. Jungs! Prost! Dann kannst du manchmal noch was machen, manchmal nicht. Es kommt darauf an, wann du da sein musst. Also Zähne essen, Zähne putzen, dann musst du los. Dann müssen wir mit dem Bus dahin fahren. Werden wir von den Kinderbetreuern gebracht, damit wir hier heile und gesund ankommen. Ja, und dann ist halt der Dreh. Davor gehen wir noch in die Maske. Die Haare werden von uns strähnig gemacht, fertig gemacht, wild gemacht. Weil es passt ja nicht, wenn ein Kind schön frisiert ist und dann Dreck im Gesicht hat. Und danach gehen wir in ein Kostüm und da werden wir dann angezogen. Dann gehen wir dann zum Dreh und da, ja, dann sind wir dann vor der Kamera und machen erstmal Probe, wo man dann nochmal den Text durchgeht, den man dann da vor der Kamera schauspielert. Und du solltest schon deinen Text können. Ist doof, wenn du erst dann deinen Text übst. Also es wird halt einstudiert, was man sagt und wo man genau stehen muss und wo man hinläuft. Und dann, wenn das gut sitzt, dann machen wir das drehen wir das und wir drehen das so oft, bis es auch gut ist. Jeder muss bereit sein, den Ball zu kriegen. Jeder muss bereit sein, zu spielen. Wenn es mir gefällt, was die spielen, wenn ich ihnen glaube, wenn ich vergesse, dass es da Schauspieler sind, sondern denke, die machen das in Wirklichkeit, dann geht's los mit Ton ab und Kamera ab und dann darf ich drehen. Vertraut eurem Herzen. Alles ist gut, solange du gesehen bist. Also ich finde das ziemlich cool. Also ich finde, Schauspieler macht mir Spaß. Ich habe sehr, sehr, super viel Spaß, aber es ist total anstrengend. Aber darauf muss man sich vorbereiten, auf die Anstrengung. Aber auch auf den Spaß. Ein schwarzer Ball, der die Welt vereint. Yeah.